Wenn man in der Nähe der Comdirect lebt, dann ist das Schönste, dass man zwischen den Meeren lebt, dass man die Möglichkeit hat, in kurzer Zeit, in einer Stunde an der Nordsee, in einer Dreiviertelstunde an der Ostsee zu sein, dort den Strand und Meer zu genießen, die Wellen und die klare Luft des Meeres. Das ist einer der großen Vorzüge dieser Lage am Rand von Schleswig-Holstein. Ich wohne in einem Nachbarort zur Comdirect und habe eine Entfernung von 3 Kilometern zum Arbeitsplatz. Wenn ich morgens das Haus verlasse, dann habe ich einen schönen Weg durch die Felder, den ich nehmen kann und an einem kleinen Bach lang und bin dann ganz schnell bei der Comdirect. Dadurch, dass sich die Comdirect am Rande des Hamburger Einzugsgebiets, man könnte auch sagen am Rande des Speckgürtels befindet, hat man eine ganz tolle Mischung aus Leben auf dem Dorf und gleichzeitig einer bunten Dorfgemeinschaft. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele sportliche Möglichkeiten. Man kann die Freizeit gut nutzen, für die Kinder ist ein gutes Angebot dort. Man kann Tennis spielen, es gibt Freibäder. Es gibt Schulen, es ist also dadurch, dass man sich noch im Speckgürtel befindet, ist eigentlich alles da, was man braucht für ein gesundes Familienleben. Für mich ist das eine Entspannung, wenn ich morgens zur Arbeit hinfahre. Ich lese ein bisschen, ich komme so in den Tag rein und bin auch nicht mehr ganz so müde und kann dann super in den Tag starten. Und auf der Rückfahrt ist es für mich auch so Abschalten vom Arbeitsalltag, runterkommen und dann hat man auch wirklich Feierabend. Also ich bin ja aufgewachsen in einem sehr kleinen Dorf und da gab es nicht viel, kulturell nicht, keine Sportevents, gar nichts. Und da war schon immer klar, ich wollte raus in die große, weite Welt und da war Hamburg eigentlich am nächsten und am schönsten vor allen Dingen. Und dann habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und gesagt, beim Studium will ich unbedingt dann nach Hamburg. Habe dann studiert und dann habe ich halt ein Praktikum angefangen bei der Comdirect. Das hat mir so gut gefallen und bin dann auch weiter bei meiner Bachelorarbeit dort gelandet und habe dann schließlich meinen Arbeitsplatz dort bekommen. Für mich macht Hamburg aus, dass es so viel Wasser gibt hier. Das hat immer ein Gefühl von Urlaub. Man kann entspannen und abschalten. Kulturell gibt es auch viele Events, die man machen kann. Sportevents, Theater, Musical. Hamburg ist ja Stadt der Musicals und das mache ich sehr gerne. Genau, und auch Flohmärkte. Einfach, es ist immer was los. Also es gibt diese Kombination, ich brauche Ruhe, dann komme ich halt zum Wasser hin und entspanne. Ich brauche Action, dann gehe ich halt auf den Kiez oder die Reeperbahn oder man geht ins Kino, trifft sich einfach, trinkt mal was und hat einfach eine gute Zeit und Spaß zusammen.